Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder auch guten Morgen. Heute beschäftigen wir uns mit der Varianzanalyse. Ich hoffe, ihr habt euch den ersten Teil angeschaut, denn dieser Teil baut darauf auf. Wir haben nun die nötigen Varianzen berechnet und jetzt schauen wir uns mal an, wie diese denn miteinander verknüpft sind. Für die Gesamtquadratsumme SSD haben wir den Wert 516. Unsere Fehlervarianz hat den Wert 300 und Treatmentsvarianz SSB hat den Wert 216. Wie wir sehen, ergibt die Summe aus der Fehler- und Treatmentsvarianz die Gesamtquadratsumme SST. Für die Freiheitsgrade der einzelnen Varianzen gelten dieselben Regeln. Man addiere die Freiheitsgrade der Fehlervarianz mit den Freiheitsgraden der Treatmentvarianz und man erhalte die Anzahl an Freiheitsgraden für die Gesamtquadratsumme SST. Und diese beträgt 8. Diese Zahl kommt zustande, indem man die Anzahl aller Daten minus 1 rechnet. Wir haben 9 Daten vorliegen, 3 verschiedene Gruppen mit je 3 Daten und das Ganze minus 1 ergibt 8. Nachdem die mathematischen Zusammenhänge einigermaßen klar geworden sind, fahren wir fort mit unserer Hypothese, die wir nun aufstellen werden. Diese lautet: Die Art der Klausurvorbereitung hat keinen Einfluss auf die erreichte Punktzahl. Mathematisch ausgedrückt lautet das H0, wird definiert als der Erwartungswert der Gruppe 1 ist gleich dem Erwartungswert der Gruppe 2 und das ist gleich dem Erwartungswert der Gruppe 3. Sprich, die Erwartungswerte aller Gruppen unterscheiden sich nicht signifikant voneinander. Mit Erwartungswert ist die durchschnittliche erreichte Klausurpunktzahl je Gruppe gemeint. Wenn wir eine Nullhypothese aufgestellt haben, brauchen wir natürlich auch eine Gegenhypothese. Diese lautet: H1 ist definiert, dass der Erwartungswert der Gruppe 1 sich signifikant unterscheiden wird vom Erwartungswert der Gruppe 2 sowie vom Erwartungswert der Gruppe 3. Dies bedeutet in einfachen Worten, dass sich die durchschnittliche Klausurpunktzahl je Gruppe voneinander unterscheiden wird. Als eingesetzte Prüfgröße bei der Varianzanalyse dient der F-Wert. Dieser errechnet sich wie folgt. Wir rechnen zunächst den Quotienten aus Treatmentvarianz und Anzahl derer Freiheitsgrade, sprich 216 durch 2. Das Ganze wird dividiert durch den Quotienten aus Fehlervarianz und Anzahl derer Freiheitsgrade. Es ergibt sich ein F-Wert von 2,16. Diesen Wert merken wir uns. Jetzt gehen wir aber erstmal rüber auf die nächste Folie und schauen uns mal an, wie so eine F-Verteilung eigentlich aussieht. Hier sehen wir eine F-Funktion und hier unten sehen wir zwei Regler. Man kann einmal an der Anzahl der Freiheitsgrade beim Zähler und beim Denominator, sprich beim Nenner, herumspielen. Im Moment haben wir ein Setup von 13 Freiheitsgraden im Zähler. Wenn wir das erhöhen, zack, dann wird die F-Verteilungsfunktion schmaler und schmaler und schmaler. Wenn wir den Regler runterschieben, das heißt, wenn die Anzahl der Freiheitsgrade im Zähler hinabsinkt, dann haben wir eine flachere F-Funktion. Tja, bei nur einem Freiheitsgrad sieht die F-Funktion so aus. Sie geht hier hoch, 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 bis ins Unendliche. Und hier unten, zack, geht sie flach weiter. Gehen wir mal von 33 Freiheitsgraden im Zähler aus. Hier spielen wir auch ein bisschen herum. Wir sehen, dass die Kurve bei steigender Anzahl eine Spitze, einen Gipfel bildet und bei sinkender Anzahl abflacht. Nachdem ihr jetzt einen kurzen Einblick in die F-Verteilungsfunktion gewonnen habt, schauen wir mal, was unser empirisch ermittelter F-Wert von 2,16, den wir ja hatten, eigentlich zu bedeuten hat. Im Zähler haben wir 2 Freiheitsgrade und im Nenner haben wir 6 Freiheitsgrade. Das war die Anzahl der Freiheitsgrade für die Fehlervarianz, im Zähler für die Treatmentvarianz. Und wenn wir das in unserer F-Verteilungstabelle hier nachschauen, dann sehen wir, dass der kritische F-Wert 3,46 beträgt. Wir wissen, dass unser empirischer F-Wert kleiner ist als der kritische F-Wert. Und mit diesem Wissen stürzen wir uns in die nächste Folie. Schauen wir uns allein diese Grafik hier an, dann sehen wir, der rote Bereich ist der Bereich, wo man die Nullhypothese verwirft. Im grünen Bereich wird die Nullhypothese angenommen. Sprich, es wird im Annahmebereich davon ausgegangen, dass die Art der Klausurvorbereitung keinen Einfluss hat auf die erreichte Punktzahl. Und da unser berechneter Wert 2,16 unter dem kritischen Wert liegt, wird die Nullhypothese nicht verworfen.